Ja, das stimmt wirklich. Der hat mir jetzt in der Zange, ne? Schau. Wird das jetzt eine Mondfahrt? Das wird eine Mondfahrt, aber was für eine. Der Mond. Hast du schon gewusst, warum man in Mondnächten schlechter schläft? Stimmt. Mhm. Weil das die einzige Möglichkeit ist, nachts zu ernten. Nachts? Wenn du quasi jetzt Äpfelbäume ernten willst oder sowas, ne, kannst du nachts, weil es so hell ist, kannst du die ernten. Deswegen schläft man schlecht. Das ist, in der Evolution des Menschen ist das noch verankert. Hat er früher gut zur Jagd gehen können, weil du da immer noch die Rehe gesehen hast und die Wildschweine. Ne? Obwohl es Nacht war. Die Wildschweine, manchmal laufen sie herum in der Stadt. Das sind zwischenmenschliche, fahrradisierte Dialoge. Aber der Mond, der versteckt sich jetzt. Jetzt werde ich beleuchtet, schau. So wird die Sache beleuchtet. Also bist du praktisch auch ein Mondphasen. So wird es. Shuttler. Hast du schon mal die Zeitung so vorausgeschickt und so? Zeitungs. Ja, mal. Letzte Gelegenheit einzusteigen. Einsteigen bitte. Die letzte Gelegenheit. Vorsicht bei der Abfahrt. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Rundreise wollte ich sagen. Soll ich den Fahrer mitnehmen oder? Nee, nicht unbedingt. Wir können ja ehrlich gesagt Geschäft voll ruinieren, indem wir jetzt einfach nicht mehr weggehen. Weißt du? Genau. Wir immer belachen. So darf er nicht denken. Positiv denken. Das ist das krasse Gegenteil von dem, was wir denken. Wir müssen positiv denken. Ja. Aber es sind fantastische Mond-Silhouetten. Aber wirklich. Es gibt ein Konzert, schau. Ja. Wo? Ja, in der Kirche. Ah. Das ist ein Stück Kultur, ohne, egal wie man das betrachtet. Ne, so mit Musik, mit allem. Also das muss früher, Mittelalter, muss es wahrscheinlich wirklich wie im Himmel vorgekommen sein, den Menschen. Ja, das bleibt aber irgendwie schon. Das war Denkmalschutz. Buchbar, suchbar unter 017 5 mal die 8 636. Daten ungeschützt, das Ganze wird jetzt so gefährlich. Jetzt wird die Feder gespannt und beim Los geht's wird dann losgelassen und dann wird es abgehoben. Hier wird die Burg. Ha? Ja, ja. Dann wird das dann noch so Dinger ausklappen, so Tragflächen. Ja. Den packe ich noch am Hals hier. Chitty Bang Bang, was? Chitty Bang Bang. Chitty-chitty-bang, ja. Da war was. Rent your Kutschenbike. So, und Operation ist schon fertig, oder? So, muss ich das Fahrrad mitnehmen? Nein, Sie dürfen gleich losfahren. Vielen Dank für den zwischenmenschlichen Entertainment-Dialog. Gute Nacht. Gute Fahrt noch. Ja, gute Fahrt, gute Nacht. Und da hinten ist dein Frosch, oder ist das? Das ist der Glücksbringer. Der Glücksbringer. Na ja, dann wünsche ich mal die nächste Mondreise. Viel Spaß noch. Tschüss.